Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gedacht, ich probiere ein paar Produkte, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich sie loswerden will oder nicht und euch mal erzählen möchte, auch warum. Ich weiß, den einen oder anderen interessiert es nicht, aber dann einfach im nächsten Video reinklicken. Mich interessiert es aber schon und ich würde auch gerne meine Meinung dazu teilen, weil bei manchen Sachen ändert sich das nun mal. Und es ist einfach so, es kann einem ultra mega gut gefallen und auf einmal nicht so. Das ist einfach so. Ich trage mir jetzt erstmal den Aurora Primer auf. Den würde ich schon weiterhin auch benutzen, weil der eigentlich weil er eigentlich ein schönes Hautbild gibt. Aber er macht halt nicht so viel, sag ich mal. Er macht halt einfach fast nichts, bis auf so einen leichten Glow, was man ja auch eigentlich damit bezwecken möchte. Bei einer Foundation bin ich mir nicht so sicher, ob ich sie in meinem Leben noch brauche oder nicht. Das ist diese hier. Und zwar war sie mir schon recht dunkel, als sie zu mir kam. Ich habe recht helle Foundations, ja. Es macht mir jetzt auch weder was aus, dass es mit so einem Schwammapplikator kommt, noch irgendwas. Aber vielleicht könnt ihr sehen, wie dunkel das Ding ist. Also ich packe es jetzt einfach mal auf meinem Handrücken. Es kommt nämlich so daher. Da ist einiges noch drin. Und wenn ich das so gegen mein Gesicht halte, merkt ihr schon, das ist nicht mal meine Sommerfoundation. Ich pumpe einmal jetzt mal so was Weißes daneben, um zu gucken, ob das auch funktioniert. Denn sonst kann ich sie nicht tragen. Wisst ihr, was ich meine? Sonst wird das nichts. Und sie sieht relativ trotzdem relativ dunkel aus, aber wenn ich zwei Drittel von der weißen brauche und nur ein Drittel, sage ich mal, von der Foundation, dann macht das für mich noch weniger Sinn. Denn so an sich fand ich sie gut, auch von der Deckkraft her. Und sie war mir nur recht dunkel, das konnte ich aber gut einarbeiten. Von der Haut hat sie mir einfach, glaube ich, gut gefallen. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, schon länger her, als ich sie getestet habe, also es geht noch. Lichtschutzfaktor ist keiner drin. Full Coverage, ja. Matt Finish. Das ist eigentlich auch okay, wenn das so ist. Aber wenn ich so gucke, sieht sie ziemlich rosastichig aus. Das ist die Farbnuance Beyond Perfecting 6 Ivory. Ich finde. Ich sprühe mal mein Gesicht mit Rosenwasser an und arbeite das nochmal so ein bisschen mit ein. Ich finde, so geht's eigentlich ganz okay. Ist schon fast ein Ticken zu hell für mich. Sah nur so auf den ersten Blick ziemlich dunkel aus. Ja, dann kann ich sie ja weiterhin benutzen. Ich denke, dass sie mir auch ganz gut gefällt. Ich meine, wenn ich nur einen Pumper davon brauche, sozusagen, weil da einfach kein Pumper dran ist, so an sich macht sie echt eine schöne Haut. Muss ich schon gerade sagen. Gefällt mir echt gut, weil sie so deckend ist und doch so leicht irgendwie. Das könnte ihn an. Oh, meine Augen sind gerade übelst gerötet, weil ich mich gerade wieder abgeschminkt habe. Weil ich gedacht habe, nee, ich muss da was testen, bevor ich das verkaufe oder loswerde. Je nachdem, weil es gibt einfach Sachen, die gefallen einem ja. Mir hat die Foundation auch von. Also ich muss sagen, nee, die behalte ich selber. Habt ihr Pech gehabt, Mädels? Denn die finde ich gut. Ich muss sagen, zum Beispiel würde ich mir persönlich niemals den Yves Saint Laurent Touch Eclat Blur Primer kaufen, weil er einfach für mich nichts macht. Er macht es nicht schöner, er macht es nicht hässlicher, er macht einfach nichts, als hätte ich nichts gemacht. Und dafür sind einfach 50 Euro zu teuer. Aber ich denke, dass ich ihn jetzt erstmal ehren werde. Genauso wie eine Foundation, die eigentlich für mich nichts macht, aber die macht ganz schön was. Also die macht wirklich ganz schön was. Ich war so. Also die Too Faced hat mich relativ enttäuscht, muss ich schon sagen. Die hat mich ziemlich enttäuscht und vor allen Dingen sind die Hauttöne echt unterschiedlich, ne? Das eine ist eher so gelblich. Aber hier sieht es rosa aus, aber da passt es ganz gut zu meiner Haut und es macht wirklich einen schönen, ebenmäßigen Tört. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Dann trage ich einen Concealer auf. Und zwar nämlich die Camouflage von Catrice, weil die trage ich mir jetzt immer unter den Augen auf. Das ist übrigens die 020, ziemlich gelb. Aber ich mag das. Ich sehe, mein Schwämmchen wurde angemalt von meinem Kuli. Ich hoffe, ich bin gleich nicht blau. Ganz wenig eigentlich. Dann hat man eigentlich so einen richtigen tollen Effekt, indem man einfach wach aussieht. Die Augenringe sind so ein bisschen abgedeckt, aber man sieht nicht zu viel aus. Denn ich möchte jetzt noch meine Palette testen. Ich bin mir bei einer auch unschlüssig. Ich denke, wenn ich einen dritten Look mache mit der Palette, dann werdet ihr mein Fazit so hören. Manchmal ist das, ja, keine Ahnung. Ich bin ja auf das Boot mit aufgestiegen, teure Produkte zu kaufen, ne? Ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich ein Sparfuchs und keine Ahnung was, aber mich fasziniert es doch von der Qualität her. Es kann nicht immer die Drogerie mithalten, aber es kann auch nicht immer High-End mit der Drogerie mithalten. Das ist einfach so. Bei manchen Dingen denke ich mir, hä, was hat das jetzt in High-End-Bereich zu suchen? Ich benutze jetzt einfach ein Puder, ein beliebiges. Und dann teste ich nochmal ein Puder aus meiner Sammlung, bei dem ich mich nicht weiß zu trennen. Und zwar das von NYX No Filter. Sense Filtery. Keine Ahnung. Es ist die Farbnuance 05. Ich habe mir überlegt, vielleicht kann man das als. Wisst ihr, was ich meine? So als Bronzer benutzen für ganz helle Haut. Aber ich glaube, ich gebe einfach das Puder ab und dann ist gut. Denn, wie man sieht, sieht hier immer nichts. Man sieht vielleicht einen minimalen Hauch, aber das ist mir einfach nichts. Ich kann das im Sommer nicht benutzen, weil es mir da auch zu dunkel ist, weil es nachdunkelt bei mir. Vielleicht kann da jemand anderes was mit anfangen. Ich sehe einfach keinen Sinn, ein Puder aufzuheben, was ich vielleicht eventuell im Sommer 2020 benutzen kann. Deswegen trenne ich mich davon. Dann, okay, dann hätten wir das auch schon. Von einer Eyeshadow Base gibt es eigentlich wenige, von der ich mich trennen möchte. Aber ich möchte unbedingt eine kleine Palette ausprobieren. Habe ich die schon weggepackt? Ja. Und zwar hier die Urban Decay On the Run. Das ist die Shortcut oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Die rote, die wollte ich unbedingt immer, immer, immer haben. Dann habe ich mit der Nadine getauscht gehabt. Und zwar habe ich, was habe ich ihr denn vertauscht? Ah ja, genau. Die Palette von. Das ist das Puder, ist was für trockene Haut, muss ich schon sagen, weil man merkt einfach das Puder nicht auf der Haut. Man merkt es einfach nicht, dass da was drauf liegt. Also nicht so wie jetzt hier in meinem Stirnbereich, das alles zementiert. Was ich bevorzuge, definitiv. Ah, die Foundation sollte ich echt öfters tragen. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schönes Hautbild. Muss ich ja schon gestehen. Ja, was wollte ich euch sagen? Genau, diese Palette. Und zwar habe ich auch überlegt, mir eine Base rauszusuchen. Vielleicht in welcher Grundlage ich das mache. Ich habe hier. Ich fange mal an mit einer Pomade und ziehe mal meine Augenbrauen nach. Und zwar ist es gemischt. So, wieso habe ich denn. Ah, ne, das ist die Revolution. Okay. So, ich habe meine Augenbrauen schon gemacht, wie gesagt, mit der Pomade. Ich finde es eigentlich immer am besten mit einer Pomade, wenn man eh so wenig Augenbrauen hat. Ich finde einfach, es sieht besser aus und es macht auch was her. Also irgendwie gefällt es mir einfach mehr mit einer Pomade. BH war nicht so meine liebste Wahl, genauso wie NYX nicht. Da fand ich die Make-up Revolution Preis-Leistungs-Verhältnis mäßig viel, viel angenehmer.
Dann was ich meinte, dass ich vielleicht mal eine Base probiere. Und zwar habe ich schon seit längerem ja so Pötte von Maybelline. Und so richtig weiß ich nicht, ob ich die benutzen möchte oder nicht. Ich habe aber überlegt, wieso eigentlich nicht. Dazu benutze ich erstmal so einen synthetischen Pinsel von Essence und gehe da in den Pott mal so ein bisschen hin und her, um ein bisschen so die erste Schicht aufzureiben. Und dann trage ich ihn mir auf. Also irgendwie redet auch keiner mehr so richtig über diese Potte. Ich weiß nicht, ob sie schon ausgelutscht sind. Ich fand sie eigentlich immer von der Haltbarkeit her echt übelst gut. Deswegen hat es mich immer so gewundert, was eigentlich mit den Dingern ist. Also ich benutze sie immer noch ab und an. Lange nicht so, wie ich es damals. Ich habe zwei Potte schon aufgebraucht. Einmal Nude, Cream the Nude und einmal Cream the Beige oder sowas. Einmal so ein rosaner und einmal so ein weißer. Die zwei habe ich, so ein gelber, die zwei habe ich schon aufgebraucht. Aber bei so farbigen ist das ja immer so eine Sache. Jetzt versuche ich es einfach mal großzügig aufzutragen. Weil ich es eigentlich ganz nett finde. Ich meine, man kann verschiedene Looks damit zaubern. Bei der Palette von Urban Decay, ich bin mir einfach nicht so sicher, ob ich dieses Farbschema wirklich haben möchte in der Sache. Also, ich habe sicherlich sowas in der Art. Ich habe auch vorher mal meine Paletten so durchgegangen, als ich es dazu entschieden habe. Die Farben harmonieren nicht so für mich, wie ich es gerne hätte. Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche. Ich weiß es nicht. So, die Base ist auf jeden Fall schon anwesend. Ja, und wir fangen auch direkt an mit einem etwas kleineren, aber doch buschigen Pinsel. Der braucht mal eine Zupfung. Und dann gehe ich in die Palette rein. Und zwar an sich finde ich sie echt nett gestaltet und wirklich cool. Also wirklich schöne Farben und sowas. Was soll ich sagen? Ich fange an mit diesen rosanen und trage ihn mir erstmal hier so hinten auf. Ich habe sicherlich sowas in der Art und Weise. Keine Ahnung. Alleine der Ton erinnert mich ein bisschen an Mrs. Bellas Blush. So von den ersten Dingen. Oder ich habe auch so Colourpop selbst zusammengestellte aus verschiedenen Paletten. Habe ich einfach so Z-Paletten geholt und da einfach meine Pots reingemacht. Ja. Ich ziehe das natürlich so ein bisschen mit nach oben. Versuche das hier. Ja, hier, das ist halt so eine Sache. Ob man das so natürlich haben möchte oder nicht, ist halt die Frage aller Fragen. Dann gehe ich hier in dieses dunkelrot-braun, was man nicht anfeuchten darf. Ich rate euch davon ab, weil es gibt ein Hardpen. Ich habe so ein bisschen die erste obere Schicht ein bisschen abgekratzt, weil es ein Hardpen hatte. Ja, die Palette ist nicht schlecht, muss ich ja schon sagen. Wenn man aber so viel in der Sammlung hat, ist es nicht unbedingt immer das, was man unbedingt haben möchte. Ich benutze diesen Ton hier, den hellsten schimmernden Ton, der da unten, der hier, und zeige auf alle und trage ihn mir so ein bisschen hier auf. Und sie krümelt natürlich, weil sie wirklich gut pigmentiert ist. Kann auch so ein bisschen unter der Augenbrauen highlighten. Die Pinsel hier von Kryolan sind echt interessant. Sehr interessant. Ja. Ich gehe in das Rosane rein. Wieder mal mit einem etwas größeren Pinsel. Und versuche so die beiden Töne miteinander zu verblenden.
versuche mein Fallout wegzumachen. Nö. Hab noch mehr drauf geschmiert. Ja. Naja, was soll man sagen? Ich benutze das rosa Schimmer und trage es mir hier so auf. Und natürlich sieht das gut aus. Das ist doch klar. Ich meine, die Palette müsste ja auch miteinander harmonieren. Ich finde aber, diese Pots sind nichts für ältere Haut. Also ich merke das, wenn ich so gucke, dann sieht es sehr, sehr trocken aus. Es trocknet schon fast meine Lider aus und ich könnte sofort zum Onkel Doc rennen und da was straffen lassen. So fühlt sich das an oder so sieht das jedenfalls aus. Es fühlt sich nicht so an, aber es sieht so aus. Ja, natürlich sieht das nicht schlecht aus. Ich kann mich jetzt auch nicht beklagen. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Das Ganze kann man ein bisschen hier so toppen mit dem Urban Decay Glitter. Wie heißen die? Heavy Metal Glitter in Volumen. Manche Mädels können sich einfach viel, viel Zeit geben für ihre Looks. Ina nicht. Ina hat keine Geduld. Ich bin überhaupt gar kein Geduldsmensch. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ganz einfach. Und dann, um so eine Pop auf Color zu gestalten. Ich nehme einen blauen Liquid Liner. Der ist jetzt nicht ganz so blau, wie ich erwünscht hätte. Es ist so traurig, dass Essence immer so eine Teile, die mir gefallen, rausnimmt. Es ist jetzt auch kein Mega-Look hier irgendwas. Wir machen halt mal was auf die Schnelle. Sagen wir es mal so, wie es ist. War richtig geiles Look. Dann nehme ich mir einen grünen Kajal von Trended Up. Das ist so ein Petrolton, würde ich mal behaupten, oder so ein Waldgrün. Und setze mir das mal großzügig in die Wasserlinie. In der Hoffnung, dass meine Augen aufhören, so eine Rötung zu entwickeln. Ich mag die Gel-Dinger sehr gerne. Ultra Matt Kajal in der 30. Ich kann euch das echt sagen, dass es anspitzbar sind weniger austrocknen. Und es hat so eine ähnliche Reflektation. Schaut mal. Und der Liner ist auch richtig, richtig geil. Gefällt mir gut. Die Palette werde ich trotzdem aussortieren. Ich glaube nicht, dass ich sie brauche. Ich habe schon eine kleine Palette von Urban Decay. Die, ja, so lila Töne. Sowas Rot-Braunes. Ich habe das schon so oft. Ich sag's euch. Ich habe so oft hier zum Beispiel die. Ist auch rotbraun, ja. Dann benutze ich lieber diese hier. Die werde ich jetzt einfach abgeben. Und Nadine, sei mir nicht böse. Aber es ist einfach nichts. Also ich merke einfach, ja, ich bekomme einen Anfall, wenn ich noch eine lila Palette habe. Ich bürste mir mal die Wimpern hier durch. In letzter Zeit funktioniert meine Mascara nicht ganz so gut wie am Anfang. Keine Ahnung, woran das liegt. Hier, das Teilchen, ne? Da bin ich schon seit 3 Monaten dran, ein Hitte-Pen zu erreichen. Wirklich. Also ich bin da nur am Rumschaben und Machen und Tun. Aber da passiert einfach nichts. Ich würde mir diesen... Ihr seht vielleicht diese Kuhle. Aber
Es passiert einfach nicht. Ich würde mir niemals so einen gelbschichtigen Highlighter noch einmal holen. Es gefällt mir einfach auf meiner Haut nicht. Natürlich benutze ich ihn ja, um ihn leer zu machen, weil wer will schon so einen angegrabbelten Highlighter? Also der ist wirklich nicht mehr schön anzusehen. Ich arbeite schon seit Wochen daran. Ganz, ganz speziell in der Mitte und ganz viel und ja, nee, 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 einfach nee. Einfach mal nee. Dann gehe ich in diese Palette von Make-up Revolution, die finde ich echt nicht schlecht, und gehe einfach mal in diesen Beige-Ton rein, um zu gucken, ob ich das neutralisieren kann oder so ein bisschen wenigstens schöner gestalten kann. Nö. Wird auch nichts. Beim Blush zum Beispiel, ne? Ich habe radikal ausgemistet. Ich habe wirklich radikal ausgemistet und trotzdem habe ich noch so viel. Ich finde es einfach zu schön, um es herzugehen. Ich finde es einfach zu schön. Wirklich. Ich benutze den auch gerne, wenn ich daran denke, dass ich ihn besitze. Weil ich ihn echt schön finde. Also er macht ein tolles. Nochmal so ein Strahl. Ich hätte auch All-Over-Highlighter. Er macht halt einfach so ein Strahle. Ich weiß es nicht, ob man das sieht, was er genau macht. Aber er gibt so ein frische Glow und es sieht nett aus. Also es gefällt mir wirklich gut. Aber er macht halt nicht viel. Meine absoluten Schätze sind ja die gebackenen von Love. Da kann ich mich auch nicht trennen, ja? Obwohl ich echt schwer dazu greife. Genauso von Joye Cosmetics. Ja, hier den rosanen könnten wir eigentlich benutzen. Das ist Flirt Blush Duo. Und ich benutze natürlich den pinken, weil den anderen sieht man ja kaum bei mir. Ja. Flamingo ist angesagt. Den anderen finde ich viel schöner. Das ist nämlich Rose Gold. Aber nutze ich auch kaum. Obwohl ich sie da drin gelassen habe, weil ich gedacht habe, nein, ich suche jetzt nicht alles aus wie eine Irre und dann will ich es doch haben. Ich warte jetzt erstmal, bis ich mal das Produkt wieder ausprobiert habe und so wie heute. Es sieht nett aus, ja, ich könnte es auch lassen und könnte einfach so bleiben, wie ich es habe und keine Ahnung was. Zum Beispiel meine Mascara, die LR, gefällt mir nach wie vor, aber sie lässt so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich Liquid Liner benutze, ne? In letzter Zeit viel verstärkt und sie deswegen so ein bisschen vorverklebt sind. Aber effektmäßig macht sie ja immer noch so tolle Wimpern. Nur nicht mehr ganz so wie am Anfang vielleicht. Seht ihr das? Also sie hat. Oder es kommt mir nur so vor und ich träume einfach, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch gerade heute eine gespaltene Persönlichkeit. Keine Ahnung, ich meine es nicht. Lippenstift ist auch so ein Thema. Ich habe viel zu viele, dass ich sie wirklich nutze. Ich finde den Liquid Liner richtig gut. Das Glitzer finde ich richtig gut. Den Lidstrichzieher. Den Pott könnte ich mir auch noch vorstellen, weiterhin so ein bisschen zu verwenden. Obwohl echt 1 Gramm hätte auch gereicht. Da sind immer unschlagbare Grammzahlen drinne. Ich weiß es nicht, aber da sind sicherlich so 6 Gramm drin oder 5 Gramm Produkt. Braucht kein Mensch, aber es ist, wie es ist. Ja, so langsam meine Wimpern unten, dass sie da schon andeutschen. Ja, einfach diesen Liquid Liner. Essence hat echt was ganz, ganz Tolles rausgebracht gehabt. Und im Innenwinkel könnten wir eigentlich. Ich habe so geschwärmt hier von Peach, ne? 02 Peach Perfect. Den setzen wir uns jetzt mal hier hin. Der passt nämlich zu diesem. Der hat so einen ähnlichen Glow. Und ich finde Peach und Grün perfekt. Ich finde, es ist ein so ein ja, Sommer irgendwas Look geworden, so ein Spätsommer-Look. Komm her, Po-Stäbchen. Wenn die Mascara nämlich so ein bisschen angetrocknet ist, kann man da rumfummeln.
Und der hebt auch wirklich ewig, wenn man den einfach antrocknen lässt und da nicht dran rummacht. Jetzt fehlt nur noch Lippenstift, bei dem ich nicht weiß, ich habe schon unzählige weggeschmissen, wirklich, weil was will jemand mit Liquid Lipsticks? Embellishment zum Beispiel. Ne, exquisit. Exotic. Ich bin mir nicht so sicher. Ich finde den unheimlich schön und meine Flori hat, glaube ich, hat sie. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, es gibt nichts Ekligeres wie verschmierte Lipglosse und Lippenstifte, wenn sie so gelagert sind. Na, es geht noch. Aber ja, das schmiert irgendwie rum. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich gehe da einfach so, ich wickel das Ding um und gehe mit diesem Teil da dran und versuche das Produkt zu schließen. Dann säuber ich das. Das mache ich auch. Seht ihr das? Das hängt nämlich alles da oben fest. Keine Ahnung, wie das da hinkam und darum geschmiert hat. So, wir fangen an mit der Farbe. Also, Palettchen kommt definitiv weg, der Lippenstift, ich weiß es nicht. Ich will halt auch nicht alles in die Tonne kloppen. Das kommt irgendwann später oder früher sowieso. Dass Lippenprodukte kippen. Uah. Und ich finde, wenn man so ein bisschen auf den Rand malt, den, ups, wo die eigentliche Lippe, seht ihr das? So ein bisschen auf den Rand malt, dann wirkt die Lippe viel, viel größer, als wenn ich nur meine Kontur nachziehe, ohne dass es clownhaft aussieht. Ich finde es, Mädels, lauft, wie ihr wollt rum, ne? Meine Meinung, ich würde euch angucken, natürlich. Ich würde euch angucken und ich würde euch wahrscheinlich anstarren, um zu gucken, ist das eure Lippe oder habt ihr drüber gemalt? Aber wenn man das so macht, da guckt doch kein Mensch hin. Also ich finde, das ist noch okay. Ich habe einfach die beste Frauenärztin auf der Welt. Ich kenne keinen Menschen, der sich so mehr um mich sorgt als diese Frau. Unheimlich. Den Lippenstift finde ich irgendwie exquisit. ja, von NYX. Sehr bebbig. Also, wer bebbig ist, nicht mag. Was ich aber noch faszinierender finde, ist, wenn man so einen Metallic-Lipstick nimmt, das hatte ich bei meinem Silvester-Look. Oder Weihnachten. Ich glaube, Weihnachten war das. Da habe ich so ein Liquid-Lipstick von BH Cosmetics genommen und bin einfach mal drüber. Die sehen alle nicht mehr so schön aus. Und bin da auch noch mal einen Ticken drüber. Dann hat das eine dicke Lippe gegeben. Ich habe ja euch gesagt, dass ich niemals meine Lippen aufspritzen würde oder sowas in der Art. Völliger Quatsch. Ich würde es mal testen. Aber es das heißt nicht, dass ich es immer machen würde. Ich möchte einfach mal mitreden können. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte es einfach mal ausprobiert haben. Ich möchte kein eigenes Geld dafür bezahlen, um Gottes Willen. Da gibt es genug Wünsche, die ich habe, womit ich lieber mein Geld investiere. Zum Beispiel Natasha Denona. Ja, auch dieser Lippen. Also, ich finde der Effekt doch groß. Also ich finde, es macht schon eine dickere Lippe, wenn man es ein bisschen drüber malt. Natürlich, wenn man hier über dieses Lippenteil, das sieht man ja, ne? Finde ich nicht ganz so schön. Das ist auch ein Look, ein bisschen extravagant, aber so ist es halt bei mir manchmal. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz nett, so ein Spätsommerlook eigentlich geworden, obwohl ich es gar nicht vorhatte.
Trotzdem habe ich mich dagegen entschieden, auch als ich sie das erste Mal benutzt habe, war es nicht so, dass sie mich so gecatcht hat, dass ich sie unbedingt behalten wollte. Sie ist ganz nett, aber ich habe auch ganz nette andere Farben, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen darf der kleine Scheißhändler von Urban Decay mich heute verlassen. Genauso wie das NYX-Puder darf mich heute definitiv verlassen. Und was wollte ich noch aussortieren? War da irgendwas? Hey, ich glaube, das war es heute. Das ist doch schon ein guter Durchschnitt. Also ich finde, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und wer so ein bisschen Effekt haben will, und ich finde auch dieses Glitzer von Urban Decay harmoniert ganz, ganz gut. Und gestraffte Augen. Nein, braucht kein Mensch. Diese zwei Sachen dürfen heute gehen. Und ich habe jede Menge aussortiert. Also was Sachen angeht, auf jeden Fall. Aber das war so Peach Perfect. Ich bin noch nicht bereit, ihn auszusortieren. Er ist so wunderschön, obwohl ich ihn so, so selten nutze. Ich sollte ihn einfach mal in so ein Projekt packen, wo ich einfach Kajalstifte 10-mal benutze und dann einen anderen benutze. Weißt du, was ich meine? Immer so ein Rolling-Kajalprojekt für mich selber, um ihn einfach wertzuschätzen, weil er einfach super schön ist. Ja, ich habe eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 bis 7 Lippenschubladen, obwohl ich, na, wir reden hier sowas, solche Schubladen. Also ich weiß es nicht, wann ich das alles benutzen möchte. Aber bei Lippen, ja, bei so Dinger ist es dann, denke ich, oh, das braucht sich ja so schnell auf von wegen. Man braucht einen Monat auf jeden Fall, vielleicht auch 2 Wochen, um einen Lip Liner aufzubrauchen. Und ich besonders. Das ist so meine Art, die Lippen zu machen, wenn ich so ein bisschen drüber malen möchte. Und ich finde nicht, dass jemals irgendjemand mich darauf angesprochen hat, ob ich meine Lippen drüber angemalt habe. Vielleicht habe ich es auch gerade nicht richtig gemacht. Hier habe ich auch derzeitigen Pickel, was eine Freude ist. Und so ein bisschen, ja, ich finde es eigentlich nicht so sichtbar, dass man drüber gemalt hat. Vielleicht, wenn ich jetzt das Video schneide, dann sehe ich das. Es ist sehr exquisit, muss man schon sagen. Exotik. Das ist nicht ein Ton für jedermann oder jede Frau. Ich wollte auch mal so einen Exotic braunen. Ja. Wie nennt sich das? So einen braunen Exotic Lidstrich ziehen, um zu gucken, wie das aussieht. Ich denke, das sieht ganz nett aus. Jetzt klebt das nicht mehr so wie vorher. Ah, doch. Ah, nein. Hoffentlich habt ihr es nicht gesehen. Ih, das ist ja eklig. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal im Video. Ciao!